Wow, ist noch hell. Für ein Spital recht simpel. Kommen wir das noch mal ein bisschen genauer an. So, jetzt sind wir hier im Umkleideraum. Wenn ihr hier arbeiten würdet oder eine Ausbildung machen, würdet ihr jeden Tag von hier aus starten. Nadja, du machst hier eine Ausbildung, bist Studierende. Was machst du genau für ein Studium? Ich studiere Pflegefachfrau, bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Und ja, da schlüpfe ich jeden Tag in meine zweite Haut. Das ist cool, dürfen wir dich im Moment begleiten? Ja, zuerst gehen wir doch gerade auf die Station zur Tagesbesprechung. Gut, also los. Rita Erniger, du bist Stationsleiterin hier. Was tut ihr jetzt mit der Nadja besprechen? Wir schauen jetzt in der elektronischen Pflegedokumentation, was wir noch zu tun haben bei den Patienten. Sorry, ich muss schnell weg, es irgendwie ist hier ein Notfall, ich muss schnell schauen. Sie müssen warten. Warten Sie bitte raus. Nach diesem Stress brauchen wir zuerst mal Pause. Hier schmeckt es gut und langsam habe ich richtig Hunger. Einen guten zusammen. Danke. Gehen wir doch mal schauen, wo das hier die Küche ist. Ah, da kommt noch der CEO. Herr Häusermann, wo geht's hin? Ich bin gerade unterwegs zu den Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsleitung. Ja, dann wollen wir euch nicht weiter aufhalten. Schönen Tag. Raphael Belser, du bist statt Diätkoch im Spital. Ist das deine Suppe, die köchelt? Ja, genau, das ist meine Suppe. Willst du mal probieren? Gerne, ja. Ja, wie ist das, Raphael? Kochst du auch für die Mitarbeitenden vom Spital? Genau, wir kochen für alle hier innen. Wir bereiten täglich rund 850 Essen zu. Ich glaube, da hast du etwas zu. Wir lassen dich weitermachen und gehen vom kulinarischen Zentrum ins Hightech-Zentrum. Wir befinden uns hier im Emery-Kontrollzentrum. Da hinten ist die große Röhre, in dem Bilder vom menschlichen Körper und deren Organen gemacht werden. Da sind wir hier in den Solothurner Spitälern hervorragend ausgerüstet. Also das ist irgendwie spooky hier, das ist mega dunkel. Was machst du da? Hoi, ich bin Janik vom Technischen Dienst. Ich gehe gerade etwas flicken. Soll ich mitnehmen? Mann, ist schon mal verklüpft. So, wir sind hier bei der Geburtsstation und gehen da mal kurz reinschauen. Rena König, wer haben wir denn da, Herzigs? Das ist unsere Nuria. Sie ist ganz friedliche und gesunde. Also, dann wollen wir euch nicht länger stören. Schönen Nachmittag noch. Schon fast vier oben, jetzt ist gerade genau Zeit, um noch ein bisschen Sport zu treiben. Ja, wir sind jetzt hier im Fitness und wir haben gesehen, es hat einen Haufen Geräte, einen Haufen Leute auch. Christine Achermann, stimmt es, dass hier alle Mitarbeitenden auch trainieren dürfen? Genau, und in den Trainingskleidern sehen ja sowieso alle gleich aus. Es ist tatsächlich so, dass die tollen Möglichkeiten hier auch vom Personal viel genutzt werden.